Eins verstehe ich nicht. Nämlich, dass ich mir 2016 auf YouTube immer noch nicht alle Musikvideos anschauen kann, weil sich irgendwer nicht einig ist in Deutschland. Tag, heute ist Freitag, der 29. Januar 2016. Noch weniger verstehe ich aber, warum mir das passiert, aber im gleichen Moment wird mir auf YouTube Werbung angezeigt auf Polnisch. Weil YouTube denkt, ich bin in Polen oder so. Wie funktioniert das? Also ich bin hier drei Kilometer ungefähr von der polnischen Grenze entfernt. Also ich bin in Sebad Ahlbeck, nebenan ist Świnoujście oder Swinemünde in Polen. Und auf YouTube wird mir nur polnische Werbung angezeigt. Also alle Werbeeinblendungen von euch bringen nichts, da sie mir auf Polnisch angezeigt werden und ich natürlich nicht klicke oder mir das nicht bis zum Ende anschaue. Tut mir leid, aber an mir verdient ihr nichts. Ja, aber im gleichen Moment wird gesagt, wenn ich mir ein Musikvideo anschaue, nein, ist in Deutschland nicht verfügbar. Hallo? Also wie kann es sein, dass auf der einen Seite YouTube denkt, ich bin in Polen oder bin Pole und mir deswegen polnische Werbung anzeigt. Aber bei Musikvideos stellen sie dann plötzlich fest, nein, Moment, mein Freund, du bist in Deutschland, du bist Deutscher, du kriegst diese Musikvideos nicht zu sehen. Och nee, so haben wir nicht gewettet. Gestern waren noch 8, 9 Grad. Jetzt, ich habe auf den Wetterbericht geguckt und da stand 3 Grad und zum Glück habe ich geguckt, dann konnte ich mir noch irgendwie so Handschuhe anziehen. Und Regen stand dafür 13 Uhr und jetzt ist es 10 Uhr und es fängt an zu regnen. Und es ist so nass, kalt. Naja, muss die Kamera und Mikrofon wieder durchhalten. Apropos Kamera und Mikrofon. Kamera-Akku fast leer, das ist nicht so schlimm, davon habe ich noch einen dabei. Mikrofon-Akku habe ich natürlich nicht dabei und der ist auch fast leer. Ich habe erstmal den Bart in der Jacke versteckt. Das sieht immer ein bisschen komisch aus, wenn man die Jacke weit oben zu hat und der Bart dann hier so komisch rüberwellt. Bin ja manchmal ein bisschen alt. Erstmal Kamera-Akku gewechselt. Ich frage mich ja immer, wie viel Akkus der Neister zum Beispiel verbratet so am Tag. Und auch hier Ben Brown oder so. Also gefühlt haben die Kamera ja immer laufen, weil man sieht aus jeden Tagesabschnitten immer so Aufnahmen bei ihnen. Und bei mir fehlen ja zum Beispiel schon mindestens 8 Stunden, wenn ich arbeiten bin. Also da muss ja auch ordentlich Akku-Power drauf gehen und die muss man ja immer mit sich rumschleppen. Also ich weiß nicht, wie ihr das macht, aber ich habe auch immer mindestens einen Kamera-Akku in der Hosentasche, um den zu wechseln. Und eine zweite Speicherkarte. Außer gestern. Also der Regen ist jetzt auch ein bisschen nervig. Ja, also nervig, weil ich mir immer Sorgen um meine Kamera mache. Die 7D hier ist ja Spritzwasser geschützt, also von daher soll sie den Regen auch aushalten. Das Mikrofon oben wahrscheinlich nicht so, aber das nehme ich erstmal in Kauf. Da wäre der Neukauf auch nicht ganz so teuer. Trotzdem schmerzhaft, na klar. Ja, aber wenn mir die 7D kaputt geht, also das wäre schon mehr als ärgerlich. Ich ärgere mich auch über noch eine Sache öfter. Zumindest wenn es kälter ist und ich diese Jacke trage. War ja schon leider oft genug zu sehen im Vlog, dass es eine Jack Wolfskin Jacke ist, wenn hier oben der Kragen auf war und die Tatze zu sehen war. Das ärgert mich ein bisschen, das muss ich demnächst mal abkleben. Schließlich bezahlen die mich nicht und Jack Wolfskin ist jetzt auch nicht so die Marke, die ich unterstützen möchte. Ich trage diese Jacke allerdings schon 10 Jahre und das muss man jetzt zugute halten. Sie hält immer noch und sie erfüllt immer noch ihren Zweck. Ich müsste sie mal neu imprägnieren lassen.
aber ansonsten ist er eigentlich in Ordnung. Nicht unterstützen möchte ich sie deswegen, weil vor 10 Jahren ungefähr war es mal so, dass... Das ist anstrengend. Entschuldigung. Vor 10 Jahren oder so war es mal so, oder nee, nicht ganz 10 Jahre, 8, 9 vielleicht. Kurz nachdem ich mir die Jacke gekauft habe, ging ziemlicher Aufschrei rum, weil Jack Wolfskin, ich glaube, so eine Davanda-Tussi abgemahnt hat, weil sie um eine Decke genäht hat, wo Tatzen drauf waren. Und Jack Wolfskin, sie hat sie abgemahnt wegen Markenrechtsverletzung oder sowas, wenn ich mich richtig erinnere. Naja, die Jacke habe ich kurz vorher gekauft. Also konnte ich da nicht mehr boykottieren, wie es alle gefordert haben, aber gut. Naja, aber eigentlich ärgere ich mich, und das wollte ich jetzt erzählen. Das ist ein Parker, glaube ich. Ich weiß nicht, ob man noch Parker sagt, aber ich nenne es mal Parker. Und immer wenn ich mit Cookie unterwegs bin und mich bücke, um mir einen Stock aufzuheben, damit ich ihn schmeißen kann, geht der unterste Knopf auf. Ich zeig das mal hier. Der ist jetzt offen. Der Knopf geht immer auf. Und das ärgert mich. Weil, wie vorhin schon gesagt, manchmal habe ich so eine eitlen Phasen oder so, keine Ahnung. Und wenn ich mit einem offenen Knopf da unten rumrenne, ist jetzt nicht so schlimm, als wenn der Hosenstall offen wäre, aber das ärgert mich. Manchmal vergesse ich ja einfach zu fokussieren, bevor ich aufnehme, weil ich denke, ich habe zuletzt Milch aufgenommen, also wird der Fokus noch stimmen, und dann habe ich aber doch zwischendurch irgendwas anderes aufgenommen und dann stimmt der Fokus nicht mehr oder so. Oder ja, so wie als Jens kam den Tag, wo ich einfach nicht dran gedacht habe, dass die Tür jetzt zwar scharf ist, aber wenn ich die Tür aufmache, ist Jens ein Stück weiter und dann ist er unscharf. Aber na gut, was passiert. So, und dann dabei fokussieren ist aber doof, weil diese Rattergeräusche und wie lange das dauert mit dem Fokus, das habt ihr ja schon gesehen. So dass ich manuell definitiv schneller wäre. Und wenn ich hinten aufs Display gucken kann, ist es okay. Aber so, wenn ich jetzt die Kamera vor mir halte, kann ich ja nicht sehen, ob ich im Fokus bin. Deswegen habe ich mir überlegt, ob ich mir vorne am Objektiv oder an der Blende, an der Sonnenblende hier vom Objektiv eine Markierung mache, sodass ich sehe oder sodass ich weiß, okay, wenn die Markierung da ist und es so eingestellt ist, dann müsste ich ungefähr scharf sein, und alles andere sehe ich ja dann. So dass ich das Objektiv für die Fokussierung immer auf manuell lassen kann. Muss ich mir mal austesten, muss mal schauen, wie das so klappt. Hier los. Oh, Feierabend. Ist kurz nach 12. Vor einer halben Stunde bin ich nach Hause gekommen und dem Hund was zu fressen gegeben. Hab gerade eine Gassi-Runde gemacht. Ja, du brauchst gar nicht die Ohren spitzen, gibt nicht schon wieder was. Ja, und wie gesagt, hab vor einer halben Stunde Feierabend gemacht. Vor einer halben Stunde. 23.30 Uhr. Unfassbar. Und es ist Winter, eigentlich Nebensaison. Aber die Nebensaison ist inzwischen so wie früher die Hauptsaison. Eine wirkliche Nebensaison gibt es nicht mehr. Ja, und das Problem ist einfach, dass alle Gastronomen, Hoteliers hier rumjammern, weil ihnen noch so angeblich so schlecht geht, können sich aber jedes Jahr einen neuen Benz holen. Ja, Steuer, ich weiß, am Arsch. Naja, und sparen kräftig und natürlich als erstes am Personal, weil das ist schließlich das teuerste. Das heißt, sie zahlen keine vernünftigen Löhne, finden dementsprechend auch kein Personal, und selbst wenn sie das finden, stellen sie es nicht ein, weil es kostet ja Geld. Und es läuft ja, es geht ja.
Dass sich aber alle einen Buckel krumm racken, das wollen sie nicht sehen und wollen sie nicht wahrhaben. Naja, so. Morgen, übermorgen habe ich 12 Uhr. Und 12 Uhr heißt nicht, dass ich früher Feierabend habe, sondern 12 Uhr heißt einfach, dass ich früher anfange als bei einer normalen Spätschicht, nämlich um 12. Aber genauso lange arbeiten muss. Und so, wenn es so ist wie heute, dann sogar noch länger. Naja, nächste Woche habe ich auch nur eine 6-Tage-Woche, sprich nur einen Tag frei. Freude. Mein Bruder sieht aus, als wenn eine Bombe eingeschlagen hat, weil ich zu nichts komme. Ich habe mein ganzes Leben bisher gearbeitet und ich habe kein Problem mit Arbeiten und ich habe hart gearbeitet schon. Und ja, wer es ein bisschen kennt, der weiß, dass Gastronomie, weiß Gott, kein Job ist zum Zuckerschlecken. Und ich beschwere mich selten und ich beschwere mich nur, wenn es aus meiner Sicht natürlich einen Grund gibt und es angemessen ist. Aber also manchmal muss man sich echt fragen, ob die jegliche... Naja, egal. Ja, es könnte sein, es könnte durchaus sein, dass ich morgen, übermorgen oder irgendwie einen Tag mal nicht schaffe, das Vlog hochzuladen. Ich nehme jeden Tag auf, ich schneide das auch alles fertig und wenn es so sein sollte und ich es nicht schaffen sollte, aus eben genannten Gründen, dann ja, tut es mir leid. Aber ich reiche das dann nach, ich lade das dann später hoch. Ja. Ansonsten folgt mir bei Twitter und da werde ich dann auch Bescheid sagen, wenn was nicht kommen sollte. Jetzt springe ich schnell in die Dusche und setze mich mal an den Rechner und schaue, was ich heute aufgenommen habe. Also sage ich wie immer vielen Dank für eure Aufmerksamkeit und bis nachher. In so Dörfern passiert ja jeden Tag dasselbe eigentlich. Zum Beispiel, dass die Polizei... Seht ihr, da kommen sie gerade raus.